Sarah Wagenknecht hat beim Gründungsparteitag des BSW eine wirklich gute Rede gehalten. Oder ich vermute mal, dass sie gut werden wird. Ich hatte nur Ausschnitte auf Twitter gesehen. Aber wir werden uns jetzt die ganze Rede ansehen und mal schauen, was Wagenknecht da alles Gutes gesagt hat. Wir hatten ja schon die Reden von Lafontaine, von Lüders, von Nastitsch gesehen. Das war ja wirklich alles bisher sehr, sehr gut, was hier auf dem Gründungsparteitag auf die Beine gestellt wurde. Sehr friedenspolitisch, sehr sozialpolitisch, so sehr stark klassisch sozialdemokratisch ausgerichtet eigentlich alles. Also wirklich bisher basierter Parteitag. Schauen wir uns mal an, was Wagenknecht jetzt noch zu sagen hat. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, etwas Neues zu beginnen, das Gesicht ganz vorn in den Wind zu halten, das erfordert Mut. Und ich denke, wir kennen Sie alle, die Zweifel vor dem richtigen Weg, die Frage, wie werden Freunde, Bekannte auf diesen Schritt reagieren und auch die Sorge, ob wir die riesige Aufgabe, die jetzt vor uns steht, ob wir die wirklich bewältigen oder ob sie uns vielleicht auch überfordert. Ihr habt die Entscheidung getroffen, deshalb seid ihr heute hier als Erstmitglieder des Bündnisses Sarah Wagenknecht, das es ohne euch nicht geben würde. Und darüber freue ich mich und ich danke euch, dass ihr den Mut dafür aufgebracht habt. Wir machen uns jetzt gemeinsam auf den Weg, die Politik in Deutschland zu verändern. Und wir tun das, weil wir spüren, da ist etwas am Kippen in unserer Gesellschaft. Es gibt so viele Probleme, so viel Unsicherheit, aber auch so viel Empörung und Wut. Die Politik des Aussitzens und Wegmoderierens, der kleinen Kompromisse und der großen Ignoranz, die wird wahrscheinlich so nicht weitergehen. Aber die Frage ist, was kommt dann? Mündet der Umbruch in einen Aufbruch oder in die Katastrophe? Alles ist möglich. Und wir starten auch jetzt deshalb, weil wir nicht nur zuschauen, sondern weil wir eingreifen und handeln wollen. Weil ab jetzt hängt es auch von uns ab, wie Deutschland in 5 oder 10 Jahren aussehen wird. Und ich denke, das ist ganz wichtig und es ist toll, dass ihr dabei seid. Liebe Freundinnen und Freunde, uns eint die gemeinsame Sorge um die Zukunft, uns einen die programmatischen Ziele, die in unserem Programm formuliert sind. Aber wir sind auch sehr verschieden. Viele von uns haben sich über viele Jahre in der Linken engagiert, andere kommen aus anderen Parteien und wieder andere haben sich zum ersten Mal in ihrem Leben entschieden, politisch aktiv zu werden. Unter uns sind Gewerkschafter, Betriebsräte und erfolgreiche Unternehmer, Krankenpfleger und Polizisten, Theologen und Atheisten, Großstädter und Dorfbewohner. In einem Land, das sich immer mehr in Lager spaltet, in dem die einzelnen Milieus sich immer seltener begegnen, ist das keine Selbstverständlichkeit, sondern etwas ganz Besonderes und Wertvolles. Und wir werden auch nur erfolgreich sein, wenn wir diese, unsere Unterschiedlichkeit als Gewinn begreifen, wenn wir Toleranz und Respekt nicht nur in der Gesellschaft einfordern, sondern auch hier in unserer Partei leben. Das muss unser Auftrag und das muss unser Ziel sein. Absolut. In der Partei braucht es natürlich eine vernünftige, respektvolle Debatte. Also das Gegenteil von dem, was in der Linkspartei passiert ist, wo abweichende Stimmen mundtot gemacht wurden. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind keine Linke 2.0. Und das muss auch für unseren Umgang miteinander gelten. Lasst uns eine Partei des Miteinanders werden und nicht eine Partei der Intrigen und des Postengeschachers wie alle anderen. Ja, um solche Intrigen zu verhindern, hält man die Partei ja gerade für viele neue Mitglieder verschlossen, damit man eben nicht diese alten Intrigen, die es in der Linkspartei gab, wieder importiert oder Gruppen sich verabreden, um die Partei zu unterwandern.
Genau deswegen setzt man da halt auf einen kleinen Kreis, der sich persönlich vertraut. Ist jetzt nicht so super demokratisch, wie man sich idealtypisch wünschen würde, aber wir haben ja bei der Basis gesehen oder bei der AfD gesehen, was passiert, wenn man jeden in eine Partei reinlässt. Da gibt es Flügelstreitigkeiten, Postengeschacher, Intrigen und am Ende müssen dann in wenigen Jahren drei Parteivorsitzende ausgetauscht werden, wie das bei der AfD der Fall war, beispielsweise. Und lasst uns Strukturen schaffen, in denen sich nicht die rücksichtslosesten und intrigantesten durchsetzen, sondern die talentiertesten und besten. Denn das wollen wir auch in der Gesellschaft. Und dann fangen wir bei uns an. Das ist ganz wichtig. Und das wird uns von allen anderen unterscheiden, wenn wir so sind. Und deshalb bitte ich euch, lasst uns pfleglich miteinander umgehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das zu unserem Credo machen. Es ist unsere Verantwortung, die großen Erwartungen, die Hoffnungen, die jetzt ganz viele Menschen auf uns setzen, die wir täglich erleben, wenn uns Menschen ansprechen, auf der Straße, im Supermarkt. Lasst uns diese Hoffnungen, diese Erwartungen nicht enttäuschen. Das ist unsere große Verantwortung, die wir alle gemeinsam jetzt tragen müssen. Und unser Land, es braucht unbedingt einen politischen Neubeginn für wirtschaftliche Vernunft statt Klientelpolitik, für soziale Gerechtigkeit statt einer immer wachsenden Ungerechtigkeit und Ungleichheit, für Frieden, für Entspannung statt neuer Hochrüstungswettläufe und immer mehr Krieg. Und ja, auch für Meinungsfreiheit und Respekt gegenüber dem Andersdenkenden statt Cancel Culture und einem übergriffigen politischen Autoritarismus, den wir in der Corona-Zeit in seiner krassesten Form erlebt haben, aber der ja heute auch nicht weg ist, sondern der das Meinungsspektrum immer weiter verengt. Und das machen wir nicht mit, das wollen wir verändern. Und es ist wichtig, dass sich das ändert. Ja, die Einschränkung der freien Debatte, die wir immer mehr in unserer Gesellschaft gesehen haben und auch auf diesen Digitalplattformen hier, dass kritische Kanäle weggecancelt werden, weggesperrt werden. Nennt es, wie ihr wollt. Das muss beendet werden. Da braucht es Gesetze, die so etwas verbieten. Die es Plattformen verbieten, kritische Kanäle zu sperren und die sie dazu verpflichten, Kanäle, die gesperrt wurden, ohne dass sie gegen deutsches Recht verstießen, wieder aufzumachen. Also beispielsweise, dass sowas wie KenFM wieder zurückkehrt. Sowas muss man gesetzlich festschreiben. Immer mehr Menschen in unserem Land sind politisch heimatlos geworden, weil sie statt vernünftiger Entscheidungen eine Politik erleben, die keinen Plan und keine Antworten hat. Eine Politik, die sich nur noch in ihrer Blase bewegt und die Probleme, die die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land jeden Tag erleben, die diese Probleme nicht nur nicht löst, sondern offenkundig zum Teil noch nicht einmal kennt. Amira hat ja das Beispiel vorhin genannt, der Fauxpas von Ricarda Lang, immerhin Vorsitzender einer Regierungspartei bei der Abschätzung der deutschen Durchschnittsrente. Das ist doch... Das fand ich tatsächlich gar nicht mal das Schlimmste, dass sie diese eine Zahl jetzt nicht wusste. Also sie war ja mit 2000 Euro wenigstens noch nah dran. Also war zwar ein bisschen höher als real ist, war eine etwas über 1000 Euro. Aber was ich viel schlimmer fand, war ihre Forderung. Wir müssen ganz, ganz viele Zuwanderer importieren, damit die Rente finanziert werden kann. Das ist großer Bullshit. Wir haben über 2,5 Millionen offizielle Arbeitslose. Dazu kommen noch ganz viele inoffizielle Arbeitslose, die in der Statistik nicht auftauchen. Also ihr wisst, die offiziellen Arbeitslosenzahlen, die werden an allen Ecken und Enden schön gerechnet. Die sollte man erstmal in Arbeit bringen, bevor man hier irgendwelche Ausländer importiert. Also völlig irre. Um das grüne Projekt der Zuwanderung hier noch weiter voranzutreiben, wird jetzt hier unser Rentensystem angegriffen. Also gibt ja schon Äußerungen von anderen grünen Politikern, beispielsweise Daniel Bayers, die darauf hindeuten, dass die Grünen wirklich einen groß angelegten Angriff auf die Rente planen könnten. Also angesichts dessen, wie schlecht die Umfragewerte dieser Partei jetzt sind, kann man denn die Hoffnung haben, dass das zumindest nicht ins Haus steht und die Grünen nach der nächsten Bundestagswahl eh weg vom Fenster sind. Aber es gibt schon Äußerungen, die ganz klar in diese Richtung gehen. Da sollten wir auf jeden Fall kritisch drauf schauen. Das Sinnbild dieser Abgehobenheit. Wie soll jemand eine vernünftige Rentenpolitik machen, der noch nicht einmal weiß, welche Probleme die Millionen Rentnerinnen und Rentner in unserem Land überhaupt haben? Das ist doch absurd. Applaus
Und vermutlich denkt Robert Habeck auch, alle Menschen in Deutschland leben in modernen Niedrigenergiehäusern oder in den schönen, topsanierten Altbaulofts wie seine grünen Freunde in den hochpreisigen Großstadtquartieren. Und deshalb hielt er das für eine geniale Idee, ganz Deutschland eine Wärmepumpe für den Heizungskeller zu verordnen. So läuft Politik heute. Aber genau deswegen wenden sich eben immer mehr Menschen ab. Oder der frühere BlackRock-Lobbyist Friedrich Merz, der im Privatflieger durch die Welt düst. Nicht nur Lobbyist, Chef von BlackRock Deutschland. Und ernsthaft glaubt, so lebt die deutsche Mittelschicht. Was ist daran noch irgendwie bürgernah oder geerdet? Das ist doch völlig absurd, was diese Leute machen. Und vom Höfesterben hat die ganze Ampelriege offenbar auch noch nie irgendwas gehört. Davon, dass allein in den letzten 10 Jahren 40.000 Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland aufgeben mussten, weil sie dem Doppeldruck nicht mehr standhalten konnten, der auf der einen Seite von mächtigen Supermarktketten und großen Lebensmittelkonzernen ausgeübt wird und auf der anderen Seite von Billigimporten, die die Politik organisiert hat und mit immer neuen Freihandelsabkommen wie mit dem Mercosur immer weiter organisiert. Offenbar haben die das überhaupt nicht auf dem Schirm, was die Landwirte in Deutschland für Probleme haben. Und deswegen frage ich mich, in welchem Paralleluniversum müssen Politiker leben, die ausgerechnet dieser Branche jetzt die Stopfen ihrer Haushaltslöcher auferlegt. Das ist eine völlig falsche Politik. Und wir sagen ganz klar, nein, diese Belastungen, die müssen komplett zurückgenommen werden. Die Belastungen für die Landwirte, die müssen komplett zurückgenommen werden, weil so alle Belastungen müssen zurückgenommen werden. Also die Landwirte sind ja die Gruppe, die sich wenigstens noch am stärksten wehrt. Aber habt ihr gesehen, dass die Gastronomen sich mal gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer gewehrt haben? Nein. Also die Landwirte sind wenigstens noch so organisiert, dass sie auf die Straße gehen, wenn da Politik gegen ihre Interessen gemacht wird. Ich verhaspel mich ja heute Abend echt häufig. Aber es müssten sich noch andere Gruppen organisieren. Also die Verbraucher müssten sich organisieren, weil die CO2-Steuer, weil die Steuer auf Gas, auf Fernwärme steigt. Die Gastronomen müssten sich organisieren, weil die Mehrwertsteuer auf die Gastronomie steigt. Also da müsste es viel mehr Widerstand geben als das, was wir gerade sehen. Deswegen müssen alle Kürzungen rückgängig gemacht werden und nicht nur die, die Landwirte betreffen. So kann es auf keinen Fall weitergehen. Und wenn dann den Bauern die Hutschnur platzt und sie ihren Protest unüberhörbar auf die Straße tragen, ja, dann heißt es plötzlich, pfui, das ist ja von rechts unterwandert, weil man irgendwo neben einem Traktor oder hinter einem Misthaufen doch im Ernst einen Rechtsradikalen gesichtet hat. Es ist tatsächlich das Gleiche wie letztes Jahr. Amira hat es schon gesagt, als 50.000 Menschen vor dem Brandenburger Tor für Frieden in der Ukraine demonstriert haben und von Medien und Politik als Putin-nah, aber eben auch als rechtsoffen und AfD-nah diffamiert wurden. So darf es doch nicht weitergehen mit den Debatten in unserem Land. Weil ein Ergebnis dieser irren Debatte ist ja tatsächlich, dass die AfD heute als Friedenspartei gilt. Eine Partei, die den aktuellen Rekordrüstungsetat von 85 Milliarden Euro eher noch zu klein findet und deren verteidigungspolitischer Sprecher, das wissen leider die wenigsten, mit der Rüstungsindustrie wirtschaftlich verbandelt ist und deswegen um keinen Deut besser ist als die Rüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Rheinmetall. Das ist doch alles eine Suppe. Das ist doch alles völlig falsch. Da hatten die Grenzgängerstudios übrigens ein Video zu gemacht. Also mehrere Videos, aber in einem, da haben sie das nochmal kurz zusammengefasst. Aber das sind die Diskussionen. Das sind die verrückten Diskussionen, die wir in unserem Land teilweise führen. Das Werben für Frieden, rechts. Die Verteidigung der Bauernhöfe, rechts. Die Kritik an Schulschließungen und Konformitätsdruck in der Corona-Zeit, rechts.
die Forderung nach Begrenzung der Zuwanderung und die Sorge vor islamistischen Parallelgesellschaften rechts. Und nachdem man den Leuten jahrelang eingehämmert hat, dass alles vernünftige Recht sei, ja, dann wundert man sich, wenn am Ende eine tatsächlich rechte Partei, eine Partei, die Rechtsextremisten und Nazis in ihren Reihen hat, wenn die am Ende aus so einer Debatte... Ja, das würde ich nicht jetzt als Hauptargument nehmen. Also macht Wagenknecht ja nicht. Sie hat ja gerade auf den Rüstungslobbyisten in der AfD-Fraktion, den verteidigungspolitischen Sprecher, hingewiesen. Und Lafontaine ist ja in seiner Rede auch auf das soziale Programm, also das größtenteils nicht vorhandene soziale Programm der AfD eingegangen. Also solche Leute wie Beatrix von Storch oder Alice Weide, die wollen den Sozialstaat ja verkleinern und nicht vergrößern. Die wollen Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung machen und nicht für sie. Aber dieses, da sind Nazis und Rechtsextreme, das, wie gesagt, ein paar Extremisten mag es in jeder Partei geben, aber das würde ich nicht als Angriffsziel nehmen. Das machen die Altparteien schon viel zu viel, das ist abgenutzt, da hören die Wähler einem nicht mehr zu, wenn man das als Punkt nimmt. Und wichtigsten Punkt finde ich das auch nicht. Also wichtigsten sind ist tatsächlich die Wirtschaftspolitik. Als Sieger hervorgeht, jetzt bei über 20% steht und im Osten auf die absolute Mehrheit hofft. Ja, das ist doch nicht erstaunlich, aber es ist nicht das Ergebnis einer besonders genialen Politik in der AfD-Zentrale, sondern es ist das Ergebnis der falschen Politik im Berliner Regierungsbezirk. Das muss man doch immer wieder ganz deutlich sagen. Und Friederike hat es vorhin schon angesprochen. Jetzt gehen also die Ampelpolitiker selbst auf die Straße und demonstrieren heldenhaft gegen die Ergebnisse ihrer eigenen Politik. Was ist das für eine Heuchelei und Scheinheiligkeit? Und man muss ganz klar sagen, wenn Sie die AfD wirklich schwächen wollen, ja, bitteschön, da müssen Sie nicht demonstrieren, da müssen Sie endlich mal Ihre miserable Politik verändern. Sie haben es doch in der Hand, dann machen Sie es doch endlich mal. So kann es doch nicht weitergehen, wie es jetzt läuft. Und natürlich beteiligen sich auch viele, viele Menschen an den Demonstrationen, weil sie ehrlich Angst haben vor dem Erstarken der AfD. Und sie haben auch recht damit. Diese Angst habe ich auch und ich glaube, wir alle hier, die wir hier im Saal sitzen. Aber man muss natürlich auch sagen, wer die AfD wirklich schwächen will, der sollte auch für politische Forderungen demonstrieren. Er sollte auch zum Beispiel für einen höheren Mindestlohn von wenigstens 14 Euro demonstrieren, weil der überfällig ist in unserem Land. Er sollte für bessere Renten demonstrieren, für ein Rentensystem wie in Österreich, wo die Durchschnittsrente ja tatsächlich bei 2000 Euro liegt, liebe Ricarda Lang. Das könnten wir hier haben. Da müssen Sie sich nur mal in Österreich das abgucken, was man dafür machen muss. Das will unsere Politik aber nicht. Also unsere Politik will ja, dass die Versicherungsindustrie mit Riester und anderen Konzepten möglichst viel Gewinn macht. Und wer die AfD schwächen will, ja, er sollte auch für bezahlbare Energie demonstrieren und gegen Wirtschaftssanktionen, die nicht Russland, sondern die deutsche Wirtschaft ruinieren. Er sollte demonstrieren für einen Mietendeckel und für Krankenhäuser ohne Renditedruck. Er sollte demonstrieren für Frieden, für ein Ende der Hochrüstung und am besten gleich für Neuwahlen und ein Ende der unsäglichen Ampel. Das alles fordert das BSW. Dafür sind wir angetreten und dafür bräuchten wir eigentlich Massendemonstrationen. Und das hätte ich bei den Friedensprotesten noch besser gefunden. Also wäre aus parteitaktischer Sicht damals noch nicht gut gewesen, weil man damals noch keine Partei hatte. Aber das ist ja bei den Protesten auch das Gute. Der Slogan war, die Ampel muss weg. Das ist ein einfacher, klarer Slogan, mit dem man auch andere Menschen aus anderen Branchen mobilisieren kann. Also sich für das eine Thema oder dieses eine Sonderinteresse jetzt nicht so groß interessieren, die aber diese Regierung auch weghaben wollen. Und das völlig zu Recht. Also die Ampel hat ja die wirtschaftliche Situation von großen Teilen der Bevölkerung in den letzten Jahren enorm verschlechtert. 4% Reallohnverlust allein 2022. Ein Einbruch in der energieintensiven Industrie von 20%.
Also da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Denn wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, auch wenn die Ampel sich ihren Titel als dümmste Regierung Europas jeden Tag aufs Neue verdient, weil sie unser Land in die Krise und schlimmstenfalls sogar in einen Krieg führt. Es geht um mehr als um die Ablösung einer unfähigen Regierung. Ein Friedrich Merz im Kanzleramt, der die Rente noch weiter kürzen und Taurus-Raketen an die Ukraine liefern will, damit Zelensky demnächst mit deutschen Waffen sogar Moskau angreifen kann. Ein solcher Friedrich Merz im Kanzleramt wäre ganz sicher nicht das kleinere Übel. Und viele Fehlentwicklungen, deren Folgen wir heute spüren, die haben ja auch lange begonnen, bevor das Trio Infernale aus Habeck, Baerbock und Lindner unter einem sprachlosen Kanzler mit lediertem Erinnerungsvermögen die Geschäfte in Deutschland übernommen hat. Das geht doch viel, viel weiter zurück. Ja, es läuft nicht gut in unserem Land. Das spüren die Menschen. Und Veränderung beginnt auch damit, dass die wichtigen Fragen endlich einmal wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Auch dafür haben wir uns gegründet. Denn die Politik und auch das Debattenklima in unserem Land sind roh geworden, voller Verachtung gegenüber denen, die ganz unten stehen. Und da sind sich wieder alle, von der Ampel bis zur AfD, erschreckend einig. Natürlich verstehe ich, dass diejenigen, die jeden Morgen aufstehen und hart arbeiten, oder auch diejenigen, die für ihren Handwerksbetrieb, ihr Café oder ihre Bäckerei händeringend Personal suchen und keines finden, dass sie empört sind, wenn andere sich im Modell Bürgergeld plus Schwarzarbeit eingerichtet haben. Das ist ein Problem. Aber ein Problem haben wir auch, wenn in einem Land, in dem die einzige noch richtig schnell wachsende Branche die Tafeln sind, die mittlerweile über 2 Millionen Bedürftige versorgen, wenn in einem solchen Land nur noch über Sozialmissbrauch und nicht mehr über Armut geredet wird. Das ist doch ein wirklich gravierendes Problem. Wenn nicht mehr geredet wird über den 61-jährigen Gerüstebauer, der sich seine Knochen kaputt gearbeitet hat und einfach in seinem Job nicht mehr arbeiten kann und dann gnadenlos nach 2 Jahren Arbeitslosigkeit in die Armut stürzt. Wenn nicht mehr geredet wird über die alleinerziehende Mutter, die schon deshalb kein Jobangebot annehmen kann, weil die Politik bis heute es nicht geschafft hat, flächendeckend für Ganztagskita-Plätze zu sorgen. Und wir alle kennen ja die Debatte. Wir alle kennen die Debatte über die angeblich mangelnde Bereitschaft Jüngerer, sich anzustrengen. Und die Debatte über mehr Druck, der da nötig wäre. Aber vielleicht sollten wir auch mal über Motivation reden. Die Bundesrepublik ist eins mit dem Slogan Wohlstand für alle gestartet. Jeder, der sich anstrengt, sollte Aufstiegschancen und die Aussicht auf ein gutes Leben haben. Diese Aufstiegschancen, die gibt es doch fast gar nicht mehr. Wer arm geboren ist, der bleibt fast immer arm. Das ist die Realität. Je höher die Ungleichheit ist, desto schlechter sind die Aufstiegschancen für arme Haushalte übrigens. Also diese neoliberale Erzählung, ja, die Ungleichheit, die ist nur so hoch, die Armen halt so wenig leisten, die ist falsch. Je höher die Ungleichheit, desto weniger hat das Einkommen mit der eigenen Leistung zu tun. Und desto mehr hängt das eigene Einkommen vom Einkommen der Eltern ab. Dieser Zusammenhang nennt sich Great Gatsby-Kurve. Und dann wundert man sich, wenn junge Menschen, die schon in ihrer Kindheit immer nur verzichten mussten,
die in maroden, heruntergekommenen Schulen lernen mussten und die ein Bildungssystem erlebt haben, das noch nicht mal in der Lage war, ihnen halbwegs korrekt lesen, schreiben und rechnen beizubringen. Wenn diese jungen Menschen mit wenig oder gar keiner Motivation ins Leben starten, ja, das ist doch gar nicht verwunderlich. Das liegt doch in dieser Ausgangslage begründet. Und deswegen muss man diese Ausgangslage verändern und verbessern. Und auch dafür treten wir an. Und was gar nicht geht, wenn dann verwöhnte Jungpolitiker kommen, die trotz besserer Startchancen es oft auch nicht geschafft haben, wenigstens einen soliden Abschluss zu machen und die jetzt schon wieder, und das finde ich besonders perfide, das Geld für die Qualifizierung und Weiterbildung von Arbeitslosen kürzen, wenn diese Jungpolitiker uns dann den Wert von Fleiß und Anstrengung erklären. Also das ist doch wirklich ein Hohn, auch gegenüber den Betroffenen, aber auch gegenüber uns. Ich glaube, den Politikern fällt das nicht mehr auf, weil die ja nicht mal ihre eigenen Reden schreiben. Die lassen sich das ja von irgendwelchen PR-Agenturen schreiben. Nicht mehr auf, wie abgehoben das eigentlich ist. Allen. Dieselben Politiker übrigens, die sich als hochmoralische Gutmenschen inszenieren, die angeblich mit jedem im Käfig gehaltenen Huhn und mit jeder Kröte am Straßenrand leiden, aber die es, wenn es darauf ankommt, die nicht davor zurückschrecken, frierenden Familien schon wieder die Heizkosten zu erhöhen oder den schon seit der Corona-Zeit strauchelnden Gastwirt in die Pleite zu stürzen. Das ist doch die Doppelmoral, die wir überall erleben. Und das geht so nicht weiter. Politiker, denen es sowas von egal ist, wenn auf dem Land kein Bus mehr fährt oder auch noch die letzte Arztpraxis schließt, aber die sich dann hochmoralisch über alte weiße Männer mokieren mit überholten Autos und überholten Ernährungsgewohnheiten. Das ist doch die Diskrepanz zwischen dem aufgeblasenen Moralismus dieser angeblichen Fortschrittskoalition und einer in der Realität zutiefst amoralischen und reaktionären Politik. Das treibt die Leute um und das treibt sie den Falschen in die Arme. Das wollen wir dringend verändern. Und ja, wir brauchen Anstrengungen für eine umweltverträgliche und klimaneutrale Wirtschaft. Aber wir brauchen durchdachte Lösungen. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir so viel Kompetenz in unseren Reihen haben, auch bei dieser Frage. Wir brauchen durchdachte Lösungen und nicht eine Regierung, die Milliarden dafür investiert, von dem relativ umweltfreundlichen und klimafreundlichen Pipeline-Gas auf das extrem klima- und umweltfeindliche Fracking-Gas umzusteigen, das dann noch mit Schiffen über die halbe Welt transportiert wird und die gleichzeitig es für eine gute Idee hält, russisches Öl in Zukunft möglichst CO2-intensiv und teuer über Indien zu importieren, weil wir ja die Guten sind. Was ist das für eine verrückte Politik? Das ist keine Klimapolitik, das ist das Gegenteil. Ihr merkt, ich nicke hier die ganze Zeit nur absolut solide Rede. Da kann man auch eigentlich gar nichts mehr ergänzen. Also deswegen unterbreche ich hier mal relativ wenig. Eine Regierung, die mit höheren CO2-Preisen ihre Haushaltslöcher stopft und gleichzeitig alles dafür tut, dass die marode Bahn bloß keine gute und irgendwie akzeptable Alternative wird. Eine Regierung, die zuschaut, wie Zukunftstechnologien, die wir für die Klimawende dringend brauchen, wie die aus unserem Land abwandern, während sie gleichzeitig den Aktionären eines amerikanischen Halbleiterkonzerns, der seine innovativste Zeit längst hinter sich hat, 10 Milliarden in den Rachen wirft. Wer soll so einer Regierung noch irgendetwas glauben? Und ja, wir müssen wieder reden über gesellschaftliche Ungleichheit
Weil das tut keiner über uns, über die Enteignung der Fleißigen. Seit 3 Jahren sinkt die Kaufkraft der Löhne in Deutschland und in vielen Branchen sinkt sie schon wesentlich länger. Es gibt immer mehr Berufe, die früher einen bescheidenen Wohlstand ermöglicht haben und in denen die Einkommen heute so sind, dass man mit ihnen nie die Chance auf ein halbwegs gutes Leben hat, auf ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit, auf eine solide Familienplanung oder gar auf ein eigenes Häuschen oder eine eigene Wohnung. Und das muss sich doch wieder ändern in unserem Land. Und wir müssen reden über eine gespaltene Wirtschaft, wo der Mittelstand immer mehr unter Druck gerät. Aber gleichzeitig, auch das gehört ja dazu, die 40 größten Unternehmen in Deutschland in diesem Jahr mitten in der Krise mehr Dividenden ausschütten als je zuvor. Das ist doch völlig absurd, eine solche Entwicklung. Ja, einfach die Kapitalerträge genauso hoch besteuern wie Löhne. Also mit dem ganz normalen Spitzensteuersatz belasten. Der liegt ja aktuell bei 45%. Da kann man von mir aus den erhöhen und dann den Satz etwas erhöhen, aber das ist eine andere Frage. Aber die Kapitalerträge, die diese Unternehmen an ihre Aktionäre ausschütten, auch mit 45% belasten und da am besten auch noch Sozialbeiträge drauf hauen, so wie das bei Löhnen auch der Fall ist. Also warum sollen Kapitaleinkommen geringer besteuert werden als Löhne? Und deshalb fordern wir schärfere Kartellgesetze, auch gegen die Macht der Datenkraken aus Übersee und den Abbau der ganzen aberwitzigen Vorschriften und Auflagen, die eine ständig wachsende Beraterindustrie nähren und in den kleinen und mittleren Betrieben völlig sinnlos Kapazitäten binden. Auch das muss sich ändern. Und wir müssen darüber reden, dass es kein Zufall ist, dass der Mix aus Steuersenkungen und Steuererhöhungen, den die Ampel den Bürgern in diesem Jahr zu Beginn des Jahres offeriert hat, dass der wieder mal die Ärmeren und die untere Mitte massiv belastet, während die, die richtig viel verdienen, am Ende sogar noch mehr Geld in ihrem Geldbeutel haben. Es müsste doch gerade umgekehrt sein. Dafür setzen wir uns ein. Und ja, ich denke, wir müssen wirklich auch noch einmal neu nachdenken und auch darüber reden, öffentlich auch in unserem Land, wie wir unser gesellschaftliches Miteinander und unsere Wirtschaft gestalten wollen. Märkte und Wettbewerb, die sind ein gutes Instrument, um Unternehmen zur Innovation, Effizienz und Kundenorientierung anzuhalten. Aber das gilt nur da, wo Wettbewerb wirklich fair funktioniert, wo einzelne Unternehmen so groß sind, dass sie Zulieferern und Kunden ihre Preise diktieren können, da funktioniert es eben nicht. Oder da, wo es natürliche Monopole gibt, wie bei den Strom-, Energie- und auch bei den Kommunikationsnetzen, bei den Gasnetzen, da funktioniert es nicht. Und wo es um existenzielle Bedürfnisse geht, wie Wohnen, Gesundheit oder Bildung, da setzten Kommerz und Renditedenken doch völlig falsche Anreize. Und das sehen wir am krassesten in unserem Gesundheitssystem. Wir haben das zweiteuerste Gesundheitswesen der Welt und trotzdem wartet ein Kassenpatient Monate auf einen Facharzttermin, während es kein anderes europäisches Land gibt, wo so viele Menschen an der Hüfte und am Knie operiert werden. Das ist aber nicht so, weil wir ein Volk von Hüftlahmen sind, sondern das ist so, weil wir den Krankenhäusern eingetrimmt haben, nicht zuerst zu fragen, was braucht der Kranke, sondern was bringt das meiste Geld? Ein Gesundheitssystem. Ja, es gab früher das Prinzip der Kostendeckung. Also Krankenhäuser hatten Kosten und die wurden dann bezahlt. Heute gibt es das Fallpauschalensystem. Es gibt dann bestimmte Fälle, mit denen machen Krankenhäuser nun mal mehr Gewinne, beispielsweise Hüftoperationen. Und wer hat dieses System damals eingeführt? Eben damit Krankenhäuser ökonomischer wirtschaften, also ziemlich neoliberaler Gedanke. Wer hat das damals eingeführt? Die SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt mit ihrem Berater Karl Lauterbach. Das System, was so funktioniert, ist krank, liebe Freundinnen und Freunde. Und wollen wir wirklich in einer Gesellschaft leben, wo sich alles nur noch darum dreht, aus Geld mehr Geld zu machen? In der wenigen enorme Macht eingeräumt wird, sich zulasten aller anderen zu bereichern.
in der der Ehrliche immer häufiger der Dumme ist, hat der Mensch nicht etwas Besseres verdient? Und ja, auch Krieg. Krieg ist für die, die über Kriege entscheiden, anders als für die, die unter ihren Schrecken leiden, vor allem ein Geschäft. Da geht es um Rohstoffe, da geht es um Einflusssphären und da geht es immer auch um Waffenverkäufe. Und ja, auch hier sind wir ja angeblich die Guten, wenn unsere Außenministerin... Ganz ehrlich. Da schreibt gerade Sturmhaube im Chat, es braucht einen Rahmen für Planwirtschaft. Nein, wir wollen keine Planwirtschaft. Wir wollen die alte Ordnungspolitik, wie es sie unter Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt schon mal gab. Wir wollen einfach, dass die Löhne geordnet steigen. Wir wollen, dass die Sozialleistungen geordnet steigen. Wir wollen, dass die Zentralbank eine zuverlässige Geldpolitik macht und nicht die Zinsen so irre anhebt, wie sie das gerade macht. Wir wollen, dass das Kartellamt vernünftig arbeitet. Aber wir wollen keine Planwirtschaft. Woher hast du diesen Unsinn? Mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt reisen. Und wir wollen auch nicht mehr Steuern. Also die Steuern für die, das hat Banknecht übrigens klar gesagt, wenn du mal zuhören würdest. Die Steuern für die Mehrheit der Bevölkerung müssen sinken. Die Steuern für die Reichen müssen erhöht. Also wir haben ja in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass die Steuern für die Reichen extrem stark gesenkt wurden. Also die Kapitalertragssteuer, die war früher so hoch wie die Lohnsteuer. Ist sie mittlerweile nicht mehr. Und mal eben beiläufig vielleicht auch Russland den Krieg erklärt, da tut sie das ja immer. Ja, Sturmhaube, du bist hier nicht in einem Politopia-Stream. Also hier wird kein demokratischer Sozialismus propagiert, hier wird klassische Sozialdemokratie propagiert. Also das Programm des BSW. Ja, Stream, der ziemlich auf BSW-Linie ist, wenn du so willst. Im Namen einer wertegeleiteten feministischen Außenpolitik. So wie einst am Hindukusch wird ja heute in der Ukraine unsere Freiheit verteidigt. Und für unsere Freiheit sollen die Ukrainer weiter leiden und sterben. Und wir liefern ihnen die Waffen bis zum Sieg, an den nur leider selbst die ukrainischen Generäle nicht mehr glauben. Ich finde, das ist eine so unverantwortliche, menschenverachtende Politik. Dieser Krieg muss beendet werden. Und zwar ganz schnell auf dem Verhandlungsweg. Und das wäre möglich, wenn man es wirklich wollte. Ja, absolut. Also der Krieg hätte beendet sein können auf dem Verhandlungsweg, wenn der Westen das gewollt hätte. Es gab im Frühjahr 2022 Friedensverhandlungen. Das wurde laut Aussage von Naftali Bennett, dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten, der versucht hat zu vermitteln, und dem ukrainischen Chefunterhändler David Achamir verhindert vom Westen. Das ist damals passiert und jetzt will das keiner mehr gewusst haben. Jetzt behauptet man, Russland wäre nicht zur Verhandlung bereit, was auch eine Lüge ist. Russland ist zur Verhandlung bereit. Russland sendet an die Ukraine dauernd Botschaften, dass man bereit ist, über einen Nachkriegsstatus zu verhandeln, der eben eine neutrale Ukraine und eine Verschiebung der ukrainischen Ostgrenze vorsieht. Aber der Westen will das nicht. Der Westen will diesen Krieg möglichst lange fortsetzen. Und das komplett korrupte ukrainische Regime ist, glaube ich, damit ganz zufrieden, wenn dieser Krieg weitergeht. Denn wenn man diesen Krieg jetzt beenden würde, dann stünde man ganz schlecht da. Da mittlerweile auch in der Ukraine vielen klar ist, dass die Ukraine wesentlich besser gefahren wäre, wenn sie das Angebot 2022 von Russland angenommen hätte und das für die Selenskyj-Regierung wohl enorme Konsequenzen haben dürfte, wenn dieser Krieg endet. Und ganz nebenbei, also dass in dem Land, dass da heute angeblich so tapfer unsere Freiheit und unsere Werte verteidigt, dass in diesem Land ein Nazi-Kollaborateur wie Stepan Bandera, dessen Milizen am Holocaust beteiligt waren, der für die Morde an Tausenden Juden, Russen und Polen verantwortlich ist, dass in diesem Land ein solcher Mann als Nationalheld verehrt wird, nachdem Straßen und Plätze benannt werden. Ich finde es schon seltsam, dass diese wirkliche Rechtsoffenheit unsere grünen Moralapostel überhaupt nicht stört. Auch das zeigt die Doppelmoral und Heuchelei ihrer Politik. Aber offenbar,
Offenbar werden unsere Werte ja inzwischen sogar in Saudi-Arabien verteidigt. Immerhin will unsere feministische Außenpolitikerin jetzt diesem Regime, das Frauen zu Tode steinigt, das Oppositionelle köpft und in dem auch mal eben ein kritischer Journalist zersägt wird, Iris-Raketen und Eurofighter liefern. Klar, ja. Raketen tragen und dass einen ganz feministischen Krieg im Jemen führt, wo es die Nahrungsmittelversorgung der Zivilbevölkerung zerstört und auch schon zahlreiche zivile Ziele angegriffen hat. Und mittlerweile schon für rund 400.000 Tote verantwortlich ist. Immerhin den weiblichen Namen Iris. Also so viel Feminismus muss im Hause Baerbock offenbar sein. Na und wenn dann in den Rüstungsverträgen vielleicht sogar noch gegendert wird, dann ist die grüne Welt offenbar wieder in Ordnung. Aber unsere Welt ist nicht in Ordnung. Und deswegen sagen wir Nein zu Krieg und Nein zu Waffenexporten in Kriegsgebiete. Das muss gestoppt werden. Und ich denke schon, um diesen Wahnsinn zu stoppen, dass das kriegstüchtige Deutschland in einer Welt voller Kriege jetzt auch militärisch wieder ganz vorn mitmischen will. Domhaube, bitte sei mir nicht böse, ich habe nur keine Lust, die ganze Zeit darauf zu gucken, was du schreibst. Also bei Mods, da muss ich ja drauf gucken, ob ich das eventuell löschen muss. Du wechselst dir das Thema zu, ja, du weißt es ja selber. Also, du wirst jetzt nicht gesperrt, du kannst weiter schreiben, aber Mod ist jetzt erstmal weg. Tut mir leid, also wie gesagt, andere Mods, bitte bannt ihn nicht. Ich hatte ihn eigentlich auch zu Mod gemacht, um eine gewisse Pluralität hier zu gewährleisten, aber wir haben heute noch gar nicht über dieses eine Thema gesprochen, was er die ganze Zeit wieder aufmacht und es nervt einfach. Will. Schon und das zu stoppen, war es so wichtig, dass wir uns auf den Weg gemacht haben und dass wir uns weiter auf den Weg machen und dass ihr alle dabei seid, weil auch das ist unsere Aufgabe, dass diese Kriegspolitik aufhört. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für unsere neue Partei, wo wir weiter uns engagieren werden. Liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben Großes vor für unser Land und für die Menschen, die große Erwartungen in uns setzen. Wir sind es ihnen schuldig, unsere Sache gut zu machen. Dankeschön. So, gute Rede. So. Stehenden Applaus, das kann ich verstehen. Wie gesagt, Sarah Wagenknecht, gute Rede, guter Parteitag, gute EU-Liste, da sind vernünftige Leute wie Fabio De Masi, Friedrich Pürner, Michael Lüders drauf. Ich sehe auch gerade ganz viele rote Fäuste im Chat. Also, wie gesagt, die Umfragen sind gerade noch etwas schwammig. Man kann nicht seriös prognostizieren, wo das Bündnis Sarah Wagenknecht abschneiden wird. Aber ich habe es in den letzten Videos schon gesagt und ich kann es nur immer wieder betonen, wenn das Bündnis zweistellig wird und bei der Europawahl, dann kommt Michael Lüders ins Europaparlament. Also dann haben wir da wirklich basierte Leute sitzen. Also ich freue mich auf die Europawahlen, ich freue mich auf den weiteren Weg. Ja, und in diesem Sinne würde ich das jetzige Video auch schließen.